Hallo Freunde, willkommen zu einem Unboxing, heute mit der TV-Serie Street Hawk. Ja, auf dem Cover sehen wir hier den Street Hawk und den Polizisten. Ein Mann, ein Motorrad, Street Hawk. Die komplette Serie auf 4 DVDs. Ist eine sehr schöne 80er-Serie von 1985. Hat leider nur 13 Episoden, glaube ich, aber die sind dann auch richtig lang und das Ganze erinnert mich so wirklich an Knight Rider. Also ich habe die Serie damals nicht geguckt, als das erste Mal 86, 87 auf RTL Plus gelaufen ist. Aber so kann ich das jetzt entdecken, die Serie für mich. Und solche 80er Serien finde ich sowieso ganz cool. Also mal schauen. Die komplette Serie mit 13 Episoden auf 4 DVDs. Nach einem schweren Unfall wird Officer Jesse Mach, gespielt von Rex Smith, das ist er hier, in den Innendienst versetzt. Er sehnt sich nach seinem früheren Leben als Motorradpolizist und auf dem Highway zurück. Norman Tuttle, FBI-Beamter und Ingenieur, arbeitet im Auftrag der Regierung an dem streng geheimen Projekt Street Hawk. Dabei handelt es sich um einen Prototyp eines Supermotorrads. Mit Spezialbewaffnung und Spitzengeschwindigkeiten von 500 km/h pro Er engagiert Mach, um das Hightech-Motorrad auf den Straßen von Los Angeles zu testen. Dabei koordiniert der Ingenieur von der Kommandozentrale aus die nächtlichen Motorradeinsätze. Nur er kennt Machs wahre Identität. Tagsüber Bürohengst, nachts mit Highspeed auf Verbrecherjagd. Zusammen nehmen sie den Kampf gegen die Kriminalität auf. Ja, die Kurzserie ist in den 80ern, steht hier. Was haben wir noch? Also Deutsch, Englisch, eine Sprache her. Dolby Digital 2.0 Mono. Bildformat 4:3. Disktyp 4x DVD 9, also 4 DVDs. Ländercode Pfeil 2. Laufzeit ca. 630 Minuten. Genre TV-Serie. Okay. Also wie gesagt, ich habe es jetzt durchgelesen und es erinnert wirklich an Knight Rider so. Da ist auch der Michael Knight, der dann zum Knight Rider wird. Hier ist halt statt einem Auto das super Motorrad. Ja, packen wir es mal aus. Jo. Die DVD-Box hat, ja, die sind alle vom Cover her gleich. Ja, auf diese Serie freue ich mich wirklich und ich habe die damals, wie gesagt, nicht geschaut. Desto mehr freut es mich jetzt, die zu entdecken. So, Leute, das war das Unboxing zu Street Hawk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sag bis demnächst. Bye, bye.